Yo Leute! Yo 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 yo! Welcome back to Let's Play Final Fantasy 7 here in this fucking shit house! We are battling now versus Root! Gegen Root! Möchte mit uns spielen. Der Türke. Türk. Turk. Turk. Turk, guck's mal her! Yeah, Root. Das sieht so lächerlich aus irgendwie. Wir können von Root etwas stehlen. Achso, wir müssen erstmal diese zwei Kasper hier aus dem Weg räumen. Wir können von Root etwas stehlen, und zwar die stärkste Rüstung im Spiel. Ihr habt richtig gehört, Leute. Die stärkste Rüstung im Spiel. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, mir gefällt diese Rüstung überhaupt nicht. Oh, Mega-Funke. Was zur Hölle? Gleich nochmal. Wow. Du bist ja richtig gefährlich, mein Freund. Wow. Konnte nichts stehlen. Ja, das wird jetzt eine Weile dauern, denke ich. Konnte nichts stehlen. Nochmal. Konnte nichts stehlen. Egal, wir können mal Komet 2 einsetzen. Das sollte ihn nicht direkt aus den Socken hauen. Bam, 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 bam. Auch weil er eine Barriere um sich gecastet hat. Klaue ihn. Konnte nichts stehlen. Ach ja. Oh, jetzt kommt wieder seine Mega-Funkenwelle. Yo, yo, yo. Ist schon recht, Root. Ist schon recht. Ah, Ziedrich gestohlen. Das ist wirklich die stärkste Rüstung im ganzen Spiel. Allerdings hat sie einen ganz fatalen Nachteil. Und zwar beschissene Slots. Sehr beschissene sogar. Ja, ist ja gut jetzt, mein Gott. Hier kommt der Hypersprung. Jetzt zeige ich dir mal eine richtige Attacke, mein glatzköpfiger Freund. Bam! Na, ist das nicht klasse. Heilung 2. Nochmal Todesschlag einsetzen. Oh yeah, sogar getroffen. Doch, das war's schon. Ja, Leute. Sehr einfacher Kampf eigentlich. Überhaupt nichts Weltbewegendes. Aber bekommt auch leider nichts. Oh, sie haben uns. Tja, Root, das war's wohl. Mit deinem Suppentheater hier. Ziedrich. Und zwar Verteidigung und alles eigentlich sehr, sehr nett. Verringert Elementarangriffe um 50%. Allerdings hat es keine Schlitze. Das ist die Scheiße, aber es ist wirklich die stärkste Rüstung im Spiel. Von den Werten her. Ja, was soll ich sagen? Ich habe davon nie persönlich was gehalten. Von dem her... Du, warum bist du hier? Root von den Turks sollte hier sein. Pech, die sind da drüben. Oh Mann, wenn man die Turks so reinlegt... Aber ich lasse dich nicht durch. Oh, der hat Mumm in den Knochen. Er legt sich trotzdem noch mit mir an. Obwohl ich gerade eben die Turks aus dem Leben geboxt habe. Na gut, jetzt werde ich den Todesgigas einsetzen, damit er auch zu seinem Spaß kommt. Eventuell lerne ich ja was Neues danach. Giga-Dank, oder? Ja? Nee, der Blitzangriff. Okay. Boah, King Kong und Frankenstein zugleich. Boah. Ja, das fetzt rein. Das fetzt rein, Leute. Ne, 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 ne. Was für überdimensional große Füße er hat. Unfassbar. Ja, so viel zu dir, du Stück Dreck. Rein da. Ne, 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 ne. Hey, was zum Teufel macht ihr hier? Hey, gerade als ich gedacht habe, es ginge los, da kommst du zurück, Kapitän. Hör mal zu, Kapitän. Wir werden diese Rakete starten. Hä? Was redet ihr da? Wir werden eine Substanzbombe laden und den Meteor in die Luft jagen. Unsere Rakete wird den Planeten retten. Ah, Mann, das ist cool. Moment mal. Halt den Mund. Halt bloß den Mund. Wie sieht's mit der Rakete aus? Ziemlich okay. Aber wir wollten sie mit dem Autopilot in den Meteor steuern, aber das wichtigste Teil ist kaputt. Kaputt?
Wie sieht's mit der Reparatur aus? Scherer macht das. Na klasse. Ihr seid wirklich tolle Hechte. Sie wird höchstens 100 Jahre brauchen. Oh, sehr nett. Ich übernehme. Macht euch keine Sorgen um den Autopiloten. Na mach schon. Na los, erzähl's doch jedem. Okay, Kapitän. Viel Glück. Was hat Sid nur vor? Hey Sid, was machst du da? In der Substanz stecken Generationen von Erkenntnissen und Weisheit. Wir werden uns diese ausleihen und den Planeten vor Sephiroth retten. Wir dürfen auf keinen Fall die große Substanz verlieren. Hast du verstanden? Ja, verstehe. Ich weiß, dass die Substanz wertvoll ist und ich verstehe auch, was du denkst. Aber hör mal, mir ist es scheißegal, ob es Wissenschaft oder Zauber ist. Nein, wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber auf die Wissenschaft setzen. Menschen, die sich nur auf dem Boden fortbewegten, können nun fliegen. Und jetzt können wir auch noch in den Weltraum fliegen. Die Wissenschaft ist eine von Menschen entwickelte Macht. Und vielleicht ist sie es, die den Planeten retten kann. Boah, Sid wird richtig intellektuell. Dank der Wissenschaft hatte ich mein Auskommen. Für mich gibt es daher nichts Besseres. Jetzt hör endlich auf damit, dich zu fragen, was die Shinra machen werden. Ich möchte später nicht bereuen müssen, nichts getan zu haben. Aber Sid! Halt's Maul! Ich will nichts hören! Also gut, an die Arbeit! Alle, die nichts zu tun haben, raus hier! Was zum Teufel? Was zum Teufel ist passiert? Hey, hey! Palmer? Was zum Teufel hast du gemacht? Sie haben gesagt, dass Sie den Autopiloten repariert hätten. Da habe ich Sie gestartet. Verdammt, Scherer! Warum ist sie ausgerechnet heute mal schnell? Verdammt! Gib kein bisschen nach. Total blockiert. Hey, hey, hey! Beinahe Start! Was zum? Kein Countdown? Ohne ist es irgendwie nicht dasselbe. Hey, hey, hey! Schieß los! Wow! Wir sind in der Rakete. Wow! Wow! Mal sehen, wie weit sie diesmal kommt. Oh. Wow. Sie fetzt alles nieder. Bisschen eine komische Position zum Starten, finde ich. Aber okay. Yeah, wir gehen auf. Gehen Weltraum. Sie startet tatsächlich. Oh mein Gott. Na, na, na. Na, dass wir das noch erleben dürfen. Na, 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 na. Wir werden in den Weltraum katapultiert. What the hell? Ich hab's endlich geschafft. Der Weltraum. Lass mal sehen, wie ist der Kurs programmiert? Ja? Ja, wir fliegen Richtung Meteor. Wir sind im Weltall. Eine lange Rast. Rast? Der verdammte Palmer hat alles getan, um den Autopiloten zu sperren. Wir können wahrscheinlich den Kurs nicht ändern. Ist das das Ende? Hä? Was sagst du da? Du bist noch so jung und gibst so einfach auf? Ich werde nicht in den Meteor rauschen. Nee, nee, nee. Ja, Sid hat Mut. Wart's nur ab. Hoffe jedenfalls. Ich habe einen Notmechanismus in der Rakete für genau diese Art Notfall. Wow. Das ist sehr schlau. Ich habe den Verriegelungscode des Notmechanismus entschlüsselt. Wir hauen ab, bevor wir mit dem Meteor kollidieren. Ne. Jetzt bleibt nur noch die Frage, was wir mit der großen Substanz machen sollen. Macht damit, was ihr wollt. Die Substanz müsste da oben sein, wenn ihr die Leiter hochsteigt. Sicher? Weiß nicht. Ich weiß, was ich vor einer Minute gesagt habe. Ja, das ist immerhin gut. Nein, aber vielleicht wollte ich einfach nur ins Weltall. Nein. Warum macht ihr denn nicht alle einfach, was ihr für richtig haltet? Ja, das hört sich doch mal ganz spannend an. Okay, Leute. Wir sind, wie gesagt, nun tatsächlich im Weltall. Und auf direktem Kollisionskurs mit dem Meteor.
Ist das das Ende von Cloud und seiner heldenhaften Reise? Ist das das Ende von Final Fantasy VII? Findet's heraus, wenn es heißt, das nächste Mal Let's Play Final Fantasy VII mit Lucifo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.